Nein, dagegen könnte man dann auch das Bienenhäuschen hinschauen, die irgendwann einmal, wenn wir die Kohle haben, diese, weißt du, diese Palettenstation da. Den Stellen. Genau. Oi. Da haben wir gesagt, wir bauen auf dem Hof, wo wir alles Bananen haben. Ja. Den einen kann ich wieder nicht mitnehmen, den du da ins Eck geschoben hast. Ist ja wurscht. Sonst habe ich hoffentlich keinen übersehen. Aber E-Beams. Passt super. Ich meine, theoretisch könnte man den einen Ballen mitnehmen, wenn man die Pilze abholt. So, das heißt, dabei habe ich dann kein Hocken. Holz durch. Was jetzt deppert ist, ich habe jetzt die Silage so platziert, dass man mit dem Drescher nicht vorbeikommt. Ja gut, ich hoffe, dass wir die vorher verkaufen können. Traktor geht gerade durch noch. 72%, 50%, 94, die sind schon. Die sind schon fast. Vorspulen werden wir ein bisschen müssen für die Silagespalten. Ja, wir müssen gerne mal vorspulen. Ja, die sanden wir nicht. Ist ja noch gar nichts, sonst stehen wir ja nur. Ja. Zum Greifen noch. Fuck, Alter. Jetzt hat er gerade eine zweite Pilzpalette rausgehauen. Ich glaube, das tut aber die Pilze. Jetzt warst du vorhin so unproduktiv. Ich bin sehr produktiv.
Schau, dass wir die Silagespannung verkaufen. Da geht noch nichts, habe ich ja geschaut. Da hast du gedacht, du schaust auch nach die Pilze. Genau. Auf die Pilze? Nein, auf die nicht. Bedroschen wird und. Oh ja. Ja, vielleicht sollte man da auch umstellen auf Direktverkauf. Ich glaube, es war gescheiter. Ja. Würde zusätzliches Geld einspulen, ganz hat. Den Kontostand zwischendurch immer in die Höhe dran. Wasser müssen wir sowieso immer zwischendurch auffüllen gehen. Ich habe es auf Direktverkauf umgestellt. Jo. Aber Silage ist noch nicht ganz. Also einige sind, einige nicht. Das ist egal. So werde ich mit dem Wagen nicht vorbeikommen, glaube ich. Das ist eh normal, das ist jetzt immer so. Ja. Noch Vorsprung müssen doch jetzt nicht ändern. Oh, das geht sich aus. Ist sie zu. Aber jetzt nicht mehr so viel wie vorher. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt Vorsprung müssen. Kann ich jetzt nicht sagen. Tust ja nicht. Warte. Bitte? Ja, nicht weiter. Lieber mit dem Pilz spielen. Ich soll schon vorspulen oder was? Ja, wenn du keine Arbeit hast, was willst du sonst machen? Ich hole jetzt die Paletten ab von der Pilze. Okay, dann. Aber bevor du nichts machst, spulen wir dann vor, haben wir ja gesagt. Passt. Wir haben bis jetzt nie den Silagespann zugeschaut beim Wachsen, also wird das auch jetzt nicht auch einreißen. Apropos den einen, nehmen wir da gleich mit. Wolle könnte ich ehrlich auch schon deine Palette mitnehmen, oder verkaufen wir die nicht dabei? Oh ja, verkaufen wir alles. Alles, was Geld gibt, gibt Geld. Jetzt kannst du beim Vorspulen dann auch gleich warten, was die Palette weggibst. Ja. Ich glaube, es fehlen nur drei Längen, dann bin ich da auch fertig, dann wächst alles gleich schnell. Sag mal, wenn du Vorsprung könntest, dann wäre ich dir, wie weit ich bin. Dann fülle ich auch gleich Wasser auf dann. ...1300 jetzt kriegt, oder? Ja. Wir hätten das von Anfang an gewusst. Sonst 5 im Board. Sollte man keine Silage mehr machen brauchen erst. Wunderbar. Hätten wir auf einen großen Wassertank aus Seespank. Ich glaube, das sollte man eh noch machen. In einem Feld. Unbedingt zu viel Geld ausgeben wieder. Ja, aber weiß vielleicht, ob man noch irgendwelche anderen Gewächshäuser dann hinstellen mal. Ah, irgendwann einmal, aber jetzt, oder? Wenn wir mal Blumen auch noch hinstellen, also der. Es ist halt dann wirklich ein Zeitfressen, nämlich auch. Man muss rechnen, jetzt haben wir dann wirklich immer was zu tun. Ja.
Am Anfang wäre es wurscht gewesen, wenn man da alle 5 Minuten mal aufhört, kurz beim Mähen oder so. Aber du siehst zum Beispiel, wenn du jetzt, jetzt habe ich nämlich auf die Uhr geschaut, du jetzt seit 2 Stunden 35 Minuten Feld bearbeiten. Mhm. Wenn du jetzt 2 Felder machst, der Helfer ist nicht so schnell wie ich. Ich bin ein bisschen effizienter. Sagen wir, man braucht ja 3 Stunden für ein Feld, das heißt, er braucht 6 Stunden, um ein ganz, oder 2 so Felder dann zu bearbeiten. Stimmt. Ich glaube halt, das ist das schon, ich meine, wir können einen so ein Riesenfeld sicher machen, aber dass viele solche Felder haben. Ja, stimmt, das bringt sich dann nicht. Da will ich mehrere kleinere. Ja. Weil die wachsen ja dann auch schön nacheinander, das heißt, da haben wir dann auch immer was zu tun. Also auf dem Feld haben wir jetzt dann schon 3 Wachstumsstufen, die ich jetzt fertig habe. Für die Wolle. Wie willst du? Kommt gleich. Alter. Das war eine Palette von 2. Könnte jetzt vorspulen. Ja, passt. Schauen wir jetzt ehrlich auf den Preis oder verkaufen wir? Wann geht's? Naja, ich würde schon ein bisschen am Preis schauen. Wie gesagt, weil es 40, 50 Stunden hat Unterschied. Also für Ballen. Alter. Das ist viel Gras, oder? Könnte sich schön ausgehen. So, dann sind manche nur mit 65%. Silage ist jetzt unter 300. Das ist Sommer. Kannst du noch kurz runterstellen die Zahl? Mhm. Letzte Bahn, was ihr das vor 24 Uhr noch? Achso, das ist das hier schon runtergestellt. Wann? Achso, das ist der automatische Zahlregler. 22 Uhr. Achso, das stellt er sowieso zurück. Shit, Alter. Aber dadurch, dass wir die Zeit vorgestellt haben, ist Wasser leer für die. Ja, logisch. So, jetzt haben wir kein Wasser mehr. Geh schon. Bin schon wieder on the way. Zurück.
Ich fülle dort noch auf jetzt. Den Rest muss man wieder mitnehmen dann. Was füllst du auf? Achso. Hat gut. Ja. Gut, ehrlich, könnte man es aber dort auch stehen lassen, oder? Oder steht es direkt am Feld? Nein, ich stehe nicht direkt am Feld, aber. Naja, Spur steht am Feld, aber. Na, dort bauen wir es ja sowieso wieder an. Na, dort bauen wir nichts mehr an. Ja, stimmt. Und daneben. Aber ja. Ganz ruhig schon, wieder. Scheiß Finster, oder ich sehe gar nichts. Taschenlampe. Da drüben, was da leuchtet? Ah, jetzt hat er die Zeit wieder. Das System abgestellt. Wie hast du gesagt, kommt man darauf? Nein, einfach auf du kannst es also von einer Seite abfahren. Ich will es aber noch nicht an, solang's. Warum nicht? Ist ja Geld. Wobei stimmt. Ist jetzt schneller leer. Ist ja wurscht, aber es gibt Geld. Ja. Soll in die runter. Achso, ein wenig Wasser jetzt blitz. Wir haben schon auf jeden Fall. Ein Flachgruber ist im Angebot. Wir haben schon mehr Junge auf beiden Seiten. Okay. Oh, Feldhäcksler-Schneidewerk kommt, da kommt sicher ein Feldhäcksler. Entschuldigung, was haben wir? Junge. Wie Junge? Achso? Ich würde nächstes Mal auch Grasballen schon bauen. Ja. Was hab ich? Was hab ich? Schaut, ob man schon abernten kann. Ich tu grad Wasser machen. Achso. Gut, okay, Weizen ist noch im Wachstum. Ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich tue unsere Pilze gießen. Ja, ja, jetzt ist ja bei den Pilze. So, schauen wir mal, was jetzt Silage bringt. 290. Haben wir eigentlich schon, ne? Ist es? Ja, ja, aber wollen wir eh noch vorspulen? Achso, ich habe mir gedacht, wir verkaufen jetzt einmal. Naja, wenn es aber noch steigt, warum müssen wir dann jetzt schon verkaufen, wenn wir eh noch nichts zu tun haben? Was soll man? Das Gras ist sicher schon wieder gewachsen. Wie gesagt, ich bin doch immer. Also, Ziegen. Also, wir mal anschauen, die Jungen. Es rinnt komplett leer einfach das Wasser, weil so viel wegkommt, dass es wieder reinkommt. Ja, jetzt sind wir die Ziegen wirklich Junge. Aber rausgehauen haben es noch nichts. Ja, ja, ich glaube, vielleicht funktioniert sie nicht. Ich glaube, da kommen dann das Schafe rein. Ich glaube, das ist irgendwie. Das will nichts werden. Irgendwas haben wir falsch gemacht, sag ich. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Vielleicht geht's einfach nur nicht. Ich weiß halt nicht einmal, ob die original sind oder nicht.
auf dem Feld steht auch, muss gepflückt werden, also irgendwas hat da nicht hingehaut. Wir haben sie noch nicht gepflückt. Stimmt, plötzlich, also gibt da noch keine Kombination, wo das drin ist. Da spannen sind jetzt alle schon? Ja. Krautschläger ist im Angebot. Ja. Also braucht man nicht. Okay. Dachte wohl, da kann man das Unkraut auch. Weil man Uhr hat. Oh, Häcksler ist im Angebot. Oh, Unkraut, also Krautschläger ist im Angebot. Einzelkanzi-Technik ist im Angebot. Wirklich günstig, ehrlich. 58.000 verbilligt. Also 58%. Na gut, ich gehe kurz auf die Toilette. Ja. Vielleicht ist bis dahin. Was haben wir wieder alles gemacht? Wieder alles allein machen. Na, ich komm da nicht. Boxnies! Oh, das Feld ist gewachsen. Ich weiß, ich bin schon am Verkaufen wieder. Hast mir ja wieder den Anhänger entleert. Ich hab den Anhänger entleert. Du hast wieder den Ballenanhänger entleert. Du hast gleich wieder den Ballen oben lassen. Gut, den habe ich ja zum Transportieren genommen. Ja, für die Ballen. Nein, für die Paletten. Ja, aber ich rede vom Ballenanhänger, wo 24 Stück oben. Ah, ja. Dann hätten wir schon 24 Stück weniger. Okay, der geht wieder nicht zum Aufladen. Wurscht.
Aber was ist jetzt? Sind wir bei 3,22? Das sind ja wieder fast 25 mehr als, wo du es quasi verkauft hättest, was ich meine? Stimmt. Und wenn wir eh nichts zu tun haben und vorspulen, dann kann man ja warten, bis. Solange es nicht sinkt. Ja, da hast du recht. Aber da hast du recht mit dem Ballendings, das war so. Irgendwann merke ich es mal. Ich glaube, das Gras ist auch schon, was ich so gesehen habe. Ja, dreschen kann man auch schon. Ist ja, ja. Ich glaube, jetzt ist alles gewachsen wieder. Mhm. Ich habe jetzt schon halt vergessen, was wir jetzt alles kaufen wollen. Die Frage, was wir Anhänger haben. Brauchen wir? Das ist die Frage, ob wir den Dings brauchen, die zum Entwurzeln. Ja, das brauchen wir eventuell. Ein Traktor haben wir gesagt. Traktor, ja. Sonst eh nix. Sonst haben wir eigentlich. Hühnerstall. Ja, genau, und Bienen. Wenn sich ausgeht. Und die Presse. Oder lassen wir die Presse jetzt? Ja, Presse macht Sinn, weil dann muss man nicht stehen bleiben. Dann kann man die eine verkaufen. Ich glaube, die gibt auch sicher noch 30.000. Aber eh die eine, die Silage macht, meinst du? Naja. Das macht ja. Die andere macht ja keinen Sinn. Aber da geht viel raus. Ja, wir haben auch nicht so wenig Ballen. Kann man einen Traktor uns leisten? Oh, da sind auch noch welche. Passt. Passt. So, das heißt, Anhänger, was nehmen wir denn da? Am besten zwei, die man zusammenhängen kann. Ich glaube, das war der Rudolf auf jeden Fall. Fliegel, glaube ich, konnte man auch zusammenhängen. Und Lizard kann man, glaube ich, auch zusammenhängen, ja. Die Rudolf, ja, die sind gut. Das Fliegel und Rudolf. Hat Rudolf Kapazität? Die konntest du auf pimpen noch, was ich weiß. 18,5 Kubik. Okay, der hat Fliegel hat 18,6. Also Na, das ist doch nicht der. Irgendeinen konntest du noch, da konntest du noch ein Deck drauf machen. Ah ja, genau. Da Rudolf um 32.000. Da kannst du um 4.000 einen Aufbau drauf machen. Dann hast du 24,5 Kubikmeter. Oh. Kostet 36 dann einer. Der andere steht aber. Wie gesagt, mit Aufbau, oder? Soll ich gleich nehmen? Ja, sicher. So, dann von unserer Presse, die wirklich gute Arbeit geleistet hat, muss man schon sagen. Ja. Wir haben uns verabschieden. Verabschieden. Passt. Oder, ne, behalt's noch. Zu spät. Okay. Warum? Falls irgendwas mit der nicht funktioniert. Na gut, warum soll es nicht funktionieren? Also eine Modpresse, oder? Okay. Und so lange dabei. Außerdem muss man sagen, wir könnten sie jetzt noch zurückkaufen um 41.000. Ja.
Wie du meinst. Ich glaube halt schon, dass funktionieren wird, aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, verstehe ich das Misstrauen. Wie du willst. Ja gut, andererseits, was soll's, warum soll es nicht funktionieren? Oder haben wir irgendwo was geschmiert, wo man was testen können zum Min? Na gut, wenn bis jetzt die Dauer sagen, ob es funktioniert. Diese Foliermaschine hat auch funktioniert am Anfang und dann nicht mehr. Ja, eben, das macht mich jetzt stutzig eben. Schauen wir mal, ob Geld überbleibt. Vielleicht notfalls kaufen wir es halt zurück. Dabei. Ja, wenn wir einen Traktor kaufen, wird nichts, weil er 230 oder so kostet, oder? Ach so. Ja, dann riskieren wir es halt. Und hoffen das Beste. Notfall, wir müssen jetzt sagen, wir haben jetzt auch die Pilze. Also notfalls müssen wir mit Pilzen dabei klarkommen. Ja, stimmt. Bis wir uns das leisten können. Mhm. Gut. Wir haben gesagt, Massive Ferguson, gell? Den um. Ich meine, gönn dir, was du glaubst. Na, wir haben gesagt, Massive Ferguson, probier mal. Gleich mit Aufsatz 242.305 PS. Der hat das viel Ungrad drinnen. Aber wir haben echte Masse gesagt? Ja, haben wir gesagt, oder? Oder was auch ist. Warte. Wir haben gesagt, Glas nicht, weil wir probieren was Neues. Ich meine, du kannst auch den Steirer gönnen, wenn du willst. Um 231. 273 bis 313 PS. Mir ist wirklich wurscht. Mir auch. Steirer können wir halt. Wie gesagt, Masse vergessen. Okay, du gönn du dir. Wir haben das schon besprochen. Und okay, ja, dann ja, nimm den Masse. Dann nimm den Masse. Uns festlegen, wie. Ja. Den 192, den Masse vergessen meinst. Ja, mit Ausführung dann 305 PS 242. Genau, aufgepimpt. Ja. Mhm. Ja. Ist aber das viel Unkraut drinnen. Alter. Was, Alter? Ich kann mit Dreschen, wenn ich gut fahre. Boah. Als wenn er auf Eis fahren würde. Könnte das gleich hinterherfahren mit der neuen Presse. Einen Hühnerstall haben wir jetzt aber nicht gekauft, oder? Stimmt. Fuck. Ha? Nein, haben wir nicht. Fuck. Aber für den wäre ehrlich das Weizen. Ich weiß. Wie viel kostet der? 9000. Ohne Hühner. Okay, das kriegen wir noch hin. Den haben wir jetzt irgendwie nicht mit einberechnet. Das. Okay, wir müssen auf jeden Fall einigen, das nächste Mal, wenn wir einen Plan haben, dass wir den kompletten Plan durchziehen und dann das weitermachen. Ja. Gut, was ist jetzt zwischenkommen? Ja, was ich, du wolltest dann schon loslegen, ich hab dann schon losgefahren, was die dann. Okay, Traktor geht sich noch aus. Ja. Dass wir, weißt du, gemeinsam alles kaufen, schauen, ob wir alles haben und dann. Mhm. Weißt du, ja, weil, weißt du, was wir jetzt auch komplett vergessen haben? Was denn? Falls wir den Forstings brauchen. Weißt du was? Falls wir den Baumschläger brauchen.
gut, da haben wir ja gesagt, dass wir nicht glauben, dass wir den brauchen werden. Eventuell. Eventuell, aber wenn wir brauchen. Haben wir Arsch offen. Scheiße. Der fährt mit 3-4 km/h darauf. Und er lasst immer wieder ein bisschen was aus. Aber hier im Feld merkt man richtig das Unkraut. Ich glaube, du bist doch ziemlich weit oben im Schneidwerk. Vielleicht kann ich es deswegen nicht erwischen, den Rest da. Ich glaube, ja. Also, es schaut ziemlich weit oben aus. Es schaut fast aus, als wäre es ganz oben. Ich habe es aber nicht gehoben. Jetzt ist es gehoben. Darf ich mal schauen? Das ist urschräg. Geht's jetzt so besser? Okay, danke. Achtung, Fahrzeug schert aus. Nicht nur das, kann ich jetzt so sagen. Ja, alles hat jetzt auch nicht genommen, aber kann halt auch wegen Gras und so auch sein am Rand. Ja. Oder wegen einem Unkraut vielleicht? Ich glaube halt nicht. Na gut. So hat das so viel Sinn. Lass dich einmal da ein bisschen werken. Mhm. Aber zu mir. Aber schau, der lässt wieder was aus da. Lass mich mal probieren. Kein gemoddeter Glas, oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ab und zu lasst du was stehen, ja? Vielleicht wegen einem Unkraut, dass du das wegen einem Unkraut stehen lässt. Was hat das für einen Sinn? Was soll man? Man würde ja vereinzelt stehen lassen, aber nicht immer eine ganze Reihe. Ja, stimmt. Das Einzige, was mir vielleicht noch einfällt, was ist, ist nicht das komplett idealste.
Nightwork für ihn ist, weißt du? Ist das nicht das, was dazugehört? Es ist passend. Ich sehe, dazugehört, weiß ich nicht, ob es richtig dazugehört. Guck mal trotzdem sehr. Er lässt sehr viel aus. Ja. Den Hammer. Gut, das ist halt ein 10,8 Meter Schneidvergleich. Weißt du, vielleicht sind das einfach groß. Es gibt aber auch welche, die sind nur 4 oder 5 Meter vom Glas. Okay. Aber sowas hatte ich noch nie eigentlich. Oh, wenn ein Schneidwerk zu groß ist, dass es nicht verzieht quasi, das hatte ich schon. Und ich glaube, das. Ja, weil es ist zu hoch. Schau vorne, der Schneidwerk ist einfach hoch in der Luft. Was dann, wenn Bodenwellen sind, wenn er so quasi einmal wackelt, dann ist das ja über den. Stimmt. Das heißt, wir müssen auf ein anderes Schneidewerk sparen, auf gut Deutsch. Ja, wir könnten das verkaufen, weil. Verkaufen uns ein neues. Wenn sich das preislich ausgeht, ja. Naja, das ist eines der teuersten gewesen. 10 Meter ist das. Das ist eines schon der größten, die es gibt. Wie viel ist denn das noch wert? Wir hätten jetzt, pass auf. Er ist noch 46. 6 Meter hätten wir. Mhm. Dann verkauft das einmal. Warte, ich mach die Reihe fertig, damit das gleich ist. Weißt? Ja gut, du musst das eh komplett dann nochmal, was steht. Ja, aber dann fahre ich nur so kurz drüber. Oder kannst du mir mal sagen, nein, das. Genau, das ist der passende, weil da steht das Pack drunter, Glas C54 bis C600 Pack. Seht auf unseren Drescher, welcher das ist? Danke. Glas Convoy Flex 1080 ist der. 1080. Gibt es nicht einmal. Dominator 98, so. Okay. Glas Dominator 98. Warte mal, Kombination. Gut, wenn du es verkauft hast, dann hoffe ich das. Verkauft. Passt. Da glaube ich, habe ich einen Bug. Ich habe es jetzt wieder doppelt gekauft? Ja. Ja. Ich glaube. Ich drücke da einmal drauf und er macht Klick und. Okay. Das hatte ich nämlich ja schon einmal. Ja, steht zweimal da. Weiß nicht, oder. Was das liegt. Ich schaue jetzt mal. Ah, jetzt ist er einmal da. Dass die Hühner kann ich eigentlich auch gleich machen jetzt. Jetzt kennen sich die Hühner aus. Hm? Ist aber das der süß klein im Vergleich. Ups. Das war zu groß einfach. Wer und alles. Musst du jetzt schauen, ob das aufliegt. Fühlsmäßig hängt. Ja, oh, ich glaube schon, dass aufliegt. Boom.